Die Nacht der Musik ist sicher eine der schönsten Ballveranstaltungen der Region. Die Damen und Herren des Vereins geben sich unter der Leitung von Rita Hubner jedes Jahr größte Mühe, ein musikalisches Erlebnis besonderer Art zu bieten. Ja, es ist einfach auch ein Glücksfall, dass wir also so Sänger haben, die wirklich großartig sind, und auch Choreografinnen, die das ja eigentlich nicht professionell machen, sondern das fällt ihnen einfach jedes Jahr wieder neu ein. Und es ist einfach schön, mit so einem Team zu arbeiten. Kann man ungefähr sagen, wie viel Zeit da benötigt wird für das Ganze? Ich habe das einmal überschlagen, also so mit diesen Probenstunden, also Big Band, Tanzeinlagen und Organisation, also sind es 2000 Stunden, also freiwillige Arbeit. Dieser echt tolle Ball wurde vom neuen Obmann Alexander Krummenacker und vom Diplom-Ingenieur Rudolf Hubner eröffnet. Alexander, warum kann sich der Musikverein nur einen Ball leisten? Ja, wir wollen sich unbedingt diesen Ball leisten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Veranstaltung. Die Leute haben sehr viel Spaß dabei. Uns selbst taugt das auch. Wir können da selbst sehr viel organisieren, sehr viel dazu beitragen. Also die Big Band spielt im Hintergrund. Nach der Big Band wird das Symphonieorchester drankommen. Und auch rundherum, also die ganzen Showeinlagen, die ganzen Tanzeinlagen werden selbst von Musikern organisiert und vorgetragen. Und auch das Catering, die Cocktailbar bis hin zur Weinbar, alles wird von den Musikern gemacht. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Also die Qualität der Musik ist ein Wahnsinn. Der Musikerball der Höhepunkt deines Musikerlebens? Würde nicht unbedingt sagen. Es ist einfach ein anderer Ort zu musizieren, weil wir einfach einen anderen Bereich von der Musik spielen, einfach die Unterhaltungsmusik. Und das ist einfach interessant zum Spielen. Was ist dann für dich der Höhepunkt? Ich würde schon sagen, dass an und für sich die klassischen Konzerte für mich selber sind. Aber das ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich. Ja, habe ich schon weggespielt, ja. Und immer mit Leib und Seele dabei? Ja. Du hast ja vor einiger Zeit schon den Obmann niedergelegt. Was war der Grund? Ja, ich habe nach 11 Jahren Musikvereinsobmann doch gespürt, dass meine Motivation und meine Kraft für den Musikverein etwas nachlässt. Und ich habe mir gedacht, bevor das jetzt ganz
verebbt und ich gar nichts mehr mit dem Musikverein zu tun haben will, möchte das lieber in junge Hände legen. Und wie bist du mit der Entscheidung zufrieden? Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe eine Zeit lang gesucht und ich glaube, ich habe den richtigen Mann im Alex getroffen. Und er hat sich bereit erklärt, das zu machen und er macht das wunderbar. Ich unterstütze ihn ein bisschen, aber er macht das perfekt und ich bin sehr froh darüber, dass wir ihn gefunden haben, einen Obmann. Bereits um 22 Uhr gab es die erste Balleinlage. Dafür ist der Musikverein bekannt und auch stolz darüber. Julia, du hast das Ganze auf die Beine gestellt. Wie kommt man auf das Thema? Ja, also es wird eigentlich von Jahr zu Jahr schwieriger, dass man sich jedes Jahr wieder aufs Neue übertreffen zu dem, was wir im Vorjahr gemacht haben, weil es jedes Jahr so gut ist natürlich. Und eigentlich, ja, ich finde es immer cool, wenn ein bisschen Show dabei ist und nicht nur Choreografie, weil dann die Leute mehr zum Schauen haben und so, wie wenn jetzt die Leute durchs Publikum eingegrenzt sind. Und also das mag ich immer mehr und ich bin selber so ein großer Tanzvampire-Fan. Und deswegen ist das dann irgendwie auf der Hand gelegen. So was haben wir noch nie gehabt und das war dann, so bin ich auf das gekommen eigentlich. Aber im Sarg schlafst du noch nicht, oder? Nein, ich bevorzuge ein gemütliches Bett. Die Nacht der Musik, sagt ja schon der Titel. Es ist ein Wahnsinn, was da heute geboten worden ist. Tanz der Vampire ist einer meiner Lieblingsmusical. Wir haben da jetzt eine Show-Einlage gesehen, das war umwerfend. Unser Musikverein in Machtrenk ist für mich sowieso der Wahnsinn. Und heute haben sie wieder gezeigt, dass die Besten sind. Und ich genieße diesen Abend. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Mit Spannung wurde schon die Mitternachtseinlage erwartet. Eine kulturelle Reise durch mehrere Länder. Dieser gelungenen Show wurde den beiden Choreografinnen und weiteren fleißigen Helfern gedankt. Gleich danach wurde auch das Gewinnspiel aufgelöst. 1377 Kapseln waren in diesem Glasbehälter zu schätzen. Die Gewinner freuten sich über nette Preise. Zufrieden über diese gelungene Nacht der Musik ist natürlich der neue Obmann, Alexander Krummenacker. Ja, und ich möchte mich auch ganz recht herzlich bei unserem Ballkomitee bedanken. Die haben ganz tolle Arbeit gemacht. Angefangen mit der Rita Hubmer, mit dem Garten in Rudi. Ich finde, das ganze Fest, die ganze Organisation von dem Ball ist tadellos gelaufen und die Gäste sind mehr als zufrieden und das gefällt mir sehr.